So, hallo und herzlich willkommen bei Zum Glück gespart. Mein Name ist wie immer Christian, nur heute mal nicht aus meinem Tesla, sondern von zu Hause. Ich bin heute ein wenig heiser, das tut aber im Grunde genommen nicht zur Sache. Ich hatte nur keine Lust, vor die Tür zu gehen. Wir sprechen heute darüber, ob E-Autos in der Anschaffung zu teuer sind. Und zwar gibt es eine interessante Umfrage von AKTECH, der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften. Und zwar geht es um Vorbehalte gegen den Kauf eines Elektroautos. Und die Frage lautet, einmal unabhängig davon, ob ein Elektroauto für Sie in Frage käme, was von dieser Liste spricht in Ihren Augen dagegen, sich zurzeit ein Elektroauto zu kaufen? So, und ich blende euch jetzt die Liste mal ein und da gibt es wirklich mehrere Aspekte, warum man sich kein Elektroauto kaufen sollte, aber auf unangefochten Platz 1 mit 71% steht, die Kosten für die Anschaffung eines Elektroautos sind zu hoch. Ja, und jetzt muss ich ja ganz klar sagen, dass ich ein Freund der Elektromobilität bin und auch alles, was damit zusammenhängt, eine sehr schöne Entwicklung finde und ich finde auch die Autos toll und wie sich das alles entwickelt, finde ich gut. Nur wenn ich jetzt mal über die Frage nachdenke und mir überlege, wie denn die Leute darauf kommen, dass jetzt wirklich 71% sagen, die Anschaffung für Elektroautos ist zu teuer, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das in gewisser Weise zwar nicht in allen Aspekten und nicht in allen Punkten, aber trotzdem verstehen kann. Weil wenn ich alleine mal drüber nachdenke, wie das bei mir früher war, beispielsweise mein erstes Auto. Mein erstes Auto war damals ein Renault Clio. Weiß ich noch ganz genau, der war irgendwie so hellblau-grün. Ich blende euch gleich mal ein Foto ein. Ich habe noch ein Bild gefunden, so wie der aussah. Mit gelben Nebelscheinwerfern. Der hatte ein Schiebedach. Das war immer undicht, ja, also wenn es geregnet hat, habe ich meistens immer einen nassen Kopf bekommen. Ich habe dieses Auto einfach geliebt. Es hatte im Kofferraum eine riesige Bassbox, also der Kofferraum war quasi voll. Ich habe mir andere Reifen zugelegt, die ein bisschen breiter waren, eine Auspuffblende. Hauptsache, es sah ein bisschen schicker aus und ein bisschen individueller. Aber gekostet hat das Auto vielleicht, jetzt lasst mich nicht lügen, das war Baujahr 1991. Ich habe das damals mit Oder 1999 habe ich das gekauft und das hat, glaube ich, irgendwas mit 5.000 € gekostet. Wenn überhaupt, nagelt mich da nicht fest, ich bin nicht genau sicher. Nur jetzt überlegt doch mal, gibt es zurzeit irgendwelche Möglichkeiten, ein Elektroauto zu bekommen für 5.000 €? Also ich sage einfach mal nein. Und das ist natürlich so ein Punkt. Es gibt zurzeit, da die Elektromobilität wirklich noch neu ist, noch keine Gebrauchtwagen so richtig auf dem Markt, die sehr, sehr günstig sind. Und die Neuwagen fangen meistens erst so, ich sag mal, meistens im Bereich von 20.000 € an. Es gibt zwar so den einen oder anderen, den Dacia Spring beispielsweise, den ich auch günstiger bekommen kann, nur das sind halt sehr wenige. Und es gibt halt wirklich Tausende von Menschen, die einfach für ein Auto nicht so viel Geld ausgeben können und auch vielleicht auch gar nicht wollen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es noch viel, viel mehr Leute gibt, die sich für E-Mobilität deutlich mehr interessieren würden, hätten sie die Möglichkeit, sich wirklich ein Elektroauto zu kaufen oder würden das dann auch viel mehr in Erwägung ziehen. Na, was soll ich mir über ungelegte Eier Gedanken machen und warum soll ich mir meinen Kopf zermartern um Dinge, die sich für mich zurzeit noch gar nicht rentieren oder die gar nicht im Bereich des Möglichen sind. Die Lebenshaltungskosten sind teurer geworden, die Betriebskosten sind teurer geworden, die Energiekosten sind gestiegen und alles Mögliche. Und da kann ich nun mal nicht mir alles immer so aussuchen, wie ich es gerne möchte. Und für viele, und das finde ich eben zurzeit noch so schade, und da muss auch die Politik und die Gesellschaft einfach und auch die Wirtschaft, die muss da was tun, dass einfach auch die Elektromobilität für die breite Masse bereitgestellt wird. Es kann einfach nicht sein, dass die Autos erst bei 25.000 € losgehen und dann quasi bis Open End für alle geöffnet wird. Nur die, die eben nicht so viel Geld zur Verfügung haben oder auch einfach nicht bereit sind, so viel Geld auszugeben für ein Auto,
dass die dann da auf der Strecke bleiben. Und dann ist ja auch irgendwie klar, dass man dann sagt, ach, mit E-Mobilität, da habe ich erstmal nichts mit zu tun. So, und auf der anderen Seite gibt es aber in Deutschland genügend Menschen, die für ihr Auto sehr viel ausgeben. Und Deutschland ist nun mal das Autoland schlechthin und das Auto wird gehegt und gepflegt und das ist ja auch alles gut und schön. Aber dann wird beispielsweise wieder gesagt, dass auch in diesen höheren Segmenten eben die E-Autos viel zu teuer sind. Und das kann ich zum Beispiel wieder nicht nachvollziehen, weil man muss immer nicht nur die Anschaffungskosten berücksichtigen, man muss einerseits auch die Wartung berücksichtigen, die Betriebskosten, die so ein Fahrzeug hat, und aber auch den Wiederverkaufswert. Und wenn man diese ganzen Punkte dann zusammenzieht und dann nochmal nachrechnet, dann wird man feststellen, dass die E-Autos in vielen Segmenten ab der Mittelklasse wirklich günstiger sind als das Pendant der Verbrenner dazu. Ja, erstmal werden die Fahrzeuge natürlich noch gefördert. Die Förderung ist natürlich schon etwas abgeschmolzen, aber trotzdem gibt es diese Förderung noch. So, dann sind die Elektroautos in der Regel in der Basis schon deutlich besser ausgestattet als das Verbrenner-Pendant und haben auch in der Regel mehr PS, mehr Leistung und sind also besser motorisiert in diesem Fall. Also wenn man das zum Beispiel wieder draufrechnen würde auf den vergleichbaren Verbrenner, wäre dieser ja im Grundpreis auch schon wieder höher. Dann kommt noch dazu, dass ich bei Elektroautos keine Steuern habe, die ich zahlen muss. Die Versicherung ist im Grunde genommen nicht teurer. Und ich tanke ja in dem Fall Strom. So, jetzt kann man wieder sagen, der Strompreis ist natürlich auch in der letzten Zeit durch die verschiedenen Krisenherde deutlich gestiegen. Das hatten wir ja beim Benzin- und Dieselpreis auch mal zeitweise. Der ging natürlich extrem nach oben. Der hat sich mittlerweile wieder gefangen. Und dann überlegen natürlich die einen oder anderen schon, ach, die Strompreise sind oben geblieben, die Diesel- und Benzinpreise sind wieder gesunken. Jetzt lohnt sich für mich überhaupt kein E-Auto mehr. Aber ich finde, da sollte man noch mal ganz genau nachrechnen, denn ein E-Auto ist deutlich effizienter als ein Verbrennungsmotor und die Verbräuche sind in dem Fall auch geringer. Ich müsste schon einen sehr, sehr sparsamen Diesel haben, dass ich da irgendwie mit dem E-Auto mithalten kann, auch wenn man den deutschen Strommix einfach mal da betrachtet. So, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es ja nicht nur die Personen gibt, die jetzt auf öffentliche Ladestationen angewiesen sind, die andauernd beim Supercharger laden müssen. Es gibt natürlich gerade auch in diesen Segmenten, wo die E-Autos sowieso 40, 50, 60.000 Euro kosten, einige an Eigenheimbesitzern, die vielleicht auch eine Solaranlage auf dem Dach haben. Und dann ist die ganze Geschichte sowieso ein No-Brainer. Hier kann ich wirklich unfassbar günstig laden. Na klar, so eine Solaranlage, so eine PV-Anlage hat natürlich auch eine Vorinvestition gekostet, aber die brauche ich ja nicht nur zwangsläufig für das E-Auto. Die Solaranlage habe ich ja grundsätzlich erstmal gebaut, um das Haus irgendwo mit Strom zu versorgen. Und dadurch, dass ich natürlich von so einer PV-Anlage einen deutlichen Überschuss noch habe, kann ich das auch für mein Auto nutzen. So, und wenn man sich die Geschichte dann mal wieder ausrechnet, sind natürlich die laufenden Kosten bei so einem E-Auto mit PV-Anlage, mit vielleicht der Wallbox, einfach unschlagbar. So, und dann kommt noch dazu, wie sieht das denn später mal aus, wenn jetzt beispielsweise ihr vielleicht ein günstiges oder einen günstigen Verbrenner euch zugelegt habt. Wie sieht das jetzt wohl in 5 Jahren aus? Meint ihr wirklich jetzt, wie die Entwicklung so voranschreitet mit der E-Mobilität, dass noch viele Menschen Verbrenner haben möchten, dass der Trend nicht irgendwann umgekehrt sein wird, dass es nicht dann eher heißt, was soll ich jetzt noch mit einem Verbrenner überhaupt anfangen? Dann wird es, denke ich, sehr schwierig, überhaupt noch euren Gebrauchten loszuwerden. Ich denke einfach, wenn es um das Thema Wertverlust geht, dann sind natürlich auch E-Autos, die entwickeln sich ja auch immer weiter, die Akkus werden immer besser und das heißt, die ersten Generationen werden vielleicht dann auch nicht mehr so gefragt sein. Das heißt also auch gibt es oder auch dann wird es eine Wertminderung geben. Aber wenn ich mir dann die Seite von den Verbrennern und Dieseln anschaue, ja, mein Gott,
Wer will die denn noch in 5 Jahren haben? Ja, es werden ja jetzt schon teilweise die Tankstellen und alles umgestellt. Ja, also ihr habt ja dann immer weniger Möglichkeiten, immer weniger Kunden. Und es ist immer nur mal so eine Sache, der Markt reagiert ja auf Angebot oder der Markt ist ja Angebot und Nachfrage. So, und wenn das Angebot groß ist, aber die Nachfrage klein, und so wird es definitiv sein, wenn die ganzen Leute, die jetzt noch einen Verbrennungsmotor fahren, die wollen ja dann irgendwann dieses Auto auch nochmal verkaufen. Und wenn dann aber keine Kunden mehr da sind oder keine Interessenten, die das Auto haben wollen, dann wird der Preis halt immer weiter sinken. Und dann ist der Wertverlust einfach enorm. Und wenn man das jetzt wieder mit reinrechnet, dann muss man sich einfach jetzt schon überlegen, was man tut. Also ich meine, es lohnt sich nicht mehr, einen Verbrenner zu kaufen. Ja, ihr habt beim Verbrenner, ihr kennt das, immer noch die ganz normalen Wartungskosten. Ihr müsst zum Ölwechsel, ihr müsst zur Inspektion. Gut, das müsst ihr teilweise mit einem Elektroauto auch. Ihr habt einen Verschleiß von den Bremsen, das habt ihr beim Elektroauto nicht mehr so stark durch die Rekuperation. Bei Tesla müsst ihr im Grunde genommen gar nicht zur Inspektion. Da wird halt angeraten, alle 2 Jahre mal den Luftfilter zu wechseln und das war's, ne? Also, das ist ja teilweise so, ihr habt auf die Batterien 8 Jahre Garantie oder 160.000 Kilometer. Also das müsst ihr ja auch erstmal schaffen. Also so viel kann man ja mit so einem Auto ja in der Regel gar nicht fahren. Auf jeden Fall komme ich gar nicht in diese Sphären, dass ich sagen kann, so viel wird mein Auto je weghaben. Ne? Also rechnet euch das wirklich mal aus. Ihr könnt nicht immer nur diese Grundsumme, diesen Anschaffungspreis sehen. Ihr müsst diese ganzen Gegebenheiten mit rechnen und dann schauen, ob es nicht dann sogar Sinn macht, jetzt schon umzusteigen auf ein Elektroauto. Zurzeit ist es ja noch so, dass der Grundpreis für ein Elektroauto in der Regel höher ist. So, aber wir werden uns immer weiter angleichen, bis es dann irgendwann so ist, dass der Verbrenner mehr kostet und das Elektroauto weniger. Und dann ist die Sache doch sowieso klar. Warum sollte man dann noch einen Verbrenner kaufen, wenn man nicht gerade, ja, Lust am Sound, am Gestank und an vergangenen Techniken hat, ne? Also irgendwann ist halt auch mal diese Zeit vorbei. Es wird nicht mehr in die Verbrennungsmotoren weiter rein entwickelt. Alle Autohersteller stellen jetzt langsam um, wenn sie es nicht schon längst getan haben. Und die Nachfrage wird sinken, die Produktionszahlen werden runtergehen und wenn die Produktionszahlen runtergehen, wird der Preis für die einzelnen Fahrzeuge auch wieder steigen müssen, weil sonst es sich einfach nicht mehr rechnet. So, und dann kann man im Grunde genommen sagen, ist das sowieso komplett alles hinfällig, dann muss man sowieso auf ein Elektroauto umsteigen, ob man will oder nicht. So, und jetzt mal ohne Flachs. Solltet ihr das noch nicht ausprobiert haben, mit einem Elektroauto zu fahren, dann kann ich euch das wirklich nur ans Herz legen. Ich bin auch wirklich, ja, mein Leben lang mit dem Verbrenner durch die Gegend gefahren und hatte auch immer Spaß dran. Und das waren auch teilweise Autos mit ein bisschen mehr PS und alles. Und das hat mir auch riesig Freude bereitet. Aber wo ich das erste Mal allein nur in einem E-Corsa saß, das war für mich wie, ja, ich sag mal, wie eine Offenbarung. Ich fand das so krass, ja, dieses kleine Mini-Auto da und ich brauste da mal ebenso über die Ampel ohne Probleme. So, und jetzt mittlerweile fahren wir halt 2 Tesla und das ist einfach, ja, affengeil. Also es macht einfach mega viel Spaß, mit diesen Autos zu fahren. Es ist angenehm, es ist ruhig, es ist leise. Es ist einfach die neue Technik und probiert es aus und ihr werdet fasziniert davon sein. Kann ich euch nur so einfach sagen. So, und wenn du nun Lust auf Elektromobilität bekommen hast und willst vielleicht sogar einen Tesla bestellen und hast Lust, meinen Kanal zu unterstützen, dann schick mir doch einfach eine E-Mail. Die E-Mail findest du unten in der Videobeschreibung und dann kann ich dir meinen Weiterempfehlungsfreunde-Link von Tesla schicken. Mit dem kannst du dann dein Fahrzeug bestellen und bekommst dann noch extra Creditpunkte. Ich entsprechend auch. Und wir können uns dann beide bei Tesla noch was Schönes aussuchen. Und dann hast du dein Auto, deine zusätzlichen Punkte und ich habe für die Vermittlung dann entsprechend auch noch mal ein paar Punkte bekommen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dankeschön. Ja, also ganz ehrlich ist mir das Video jetzt gar nicht so leicht gefallen, weil vom Grundprinzip wollte ich eigentlich auf diese
Statistik oder beziehungsweise auf diese Frage so eingehen, dass ich sage, ach, guck mal an, das ist doch alles Quatsch. Die 71%, die haben alle Unrecht. Ich weiß auch gar nicht, wie die darauf kommen. Elektromobilität ist sowieso das Geilste und es ist super günstig und alles ist super und heile Welt und tralala. Nur ich finde, man sollte auf einem Kanal, der es ernst meint, und ich meine es eben ernst, das, was ich sage, auch authentisch sein und das sagen, was man wirklich denkt. Und ich finde eben, dass es noch gewisse Baustellen in der Elektromobilität gibt. Ich finde schon, man muss ganz genau hinschauen und man kann nicht grundsätzlich sagen, dass die Autos zu teuer sind. Man kann da durch die ein oder andere Rechnung schon erkennen, dass man mit einem Elektroauto deutlich mehr Geld spart, zum Glück gespart. Aber es ist halt nicht immer so. Es ist noch nicht für jeden was. Und da müssen wir einfach hinkommen. Wir müssen weiter in die breite Masse gehen. Es muss für alle bezahlbar sein. Und dann werden wir auch alle Freude dran haben. Das Schlimmste ist einfach diese Unwissenheit, sich gar nicht mit der Thematik zu beschäftigen und einfach nur das nachzuplappern, was andere sagen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Macht euch lieber euer eigenes Bild. Dann könnt ihr urteilen. Und alles andere ist alles meistens immer nur dummes Gewäsch. Also hört auch nicht drauf, was euch andere immer ins Ohr flüstern wollen. Macht euch lieber eure eigenen Gedanken und zieht eure eigenen Schlüsse. Mein Gott, wenn für euch noch nicht die Zeit für ein Elektroauto gekommen ist, dann ist das ja auch nicht schlimm. Vielleicht wird es dann in den nächsten paar Jahren soweit sein. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Danke für die Zeit, euer Christian. Peace.